Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Nio. Okay, wir werden uns jetzt der nächsten Mission widmen. Was? Was ist jetzt gerade passiert? Wohin ist das Vieh verschwunden? Oh, Moment. Okay. Wow. Natürlich sind hier sehr viele Oni unterwegs. Hätte ich mir denken können. Wow. What the... okay. Ein Dämon, der Flammenrad einsetzt. Alles klar. Wow, es ist... Oh Gott, bist du hässlich. Oh, Hilfe. Au. Nein. Wow. Das kam extrem unerwartet. Oh, Peace Duck. Verbrannt. Wundert mich nicht. Okay. Hat auch noch ein Item. Autsch benutzt. Au. Oh Mann, ey. Bei solchen Angriffen... Nein, doch nicht. Bei den Dingern muss ich zur Seite ausweichen. Und trotzdem weiche ich immer wieder nach hinten aus. Wow. Nix da. Mit deinen kleinen Bomben kriegst du mich nicht. Au, 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 au. Yes. Ha. Nice. Okay. Whoa. Da hätte ich mit rechnen sollen. What? Okay. Momentchen. Gucken wir uns nochmal da um, wo das Dämonengesicht rumgerollt ist. Saburo der Bittere. Den schauen wir uns mal an. Wow! Der Typ hat sich quasi für mich direkt ins Jenseits gejiedet. Und ich selbst beinahe auch, indem ich den Gegenstand eingesammelt habe. Geh bitte aus, Feuer. Danke. Oh, die Viecher waren es. Dann halte ich mich lieber erst einmal in dem toten Winkel von denen auf. Mist. Der erste Schuss war komplett daneben.
Okay. Was haben wir hier? Noch eine Leiche zum Durchsuchen mit einem Geisteisenbrocken. Jawohl, noch ein Wetzstein. Schauen wir uns mal auf dem Dach noch etwas genauer um. Ha. So wie es aussieht, ist der Dämon da nach oben hin optional. So scheint es mir. Na, in dem Fall. Ich mache ihn natürlich trotzdem platt. Hi. Bam. Sehr gut. Oh, Stufe 34 von Yoki aufgeschlitzt. Oh, ich merke schon, die ganzen Online-Spieler, gegen die ich hier kämpfen kann, die sind deutlich stärker. Und das, obwohl ich jetzt gerade im Offline-Modus bin. Scheinbar bleiben diese Schwerter auch dann erhalten, wenn ich vom Offline in den, wenn ich vom Online in den Offline-Modus switche. Und das muss ich sagen, das ist schon mal ein Vorteil, den Nioh gegenüber den Souls-Spielen hat. Bei den Souls-Spielen, wenn du da von Offline nach von Online nach Offline gehst, oder auch umgekehrt, dann muss das Spiel noch einmal neu geladen werden quasi. Dann musst du einmal raus und wieder rein. Hier kannst du das ohne eine Ladezeit zwischendurch machen. Krasse Sache. Wow. Okay, der macht ziemlich viel Damage. Oha. Alter. Chill. Er hat scheinbar auch eine niedere Haltung eingenommen, so wie ich. Nein. Okay. Mist. Ist ja gut. Wie schnell der vor allen Dingen seinen Ki wieder auflädt. Komm schon, ich will dein Ki. Oh. Yes. Wow. Der Sturzangriff hat leider nicht funktioniert, aber ich habe ihn trotzdem erwischt. Oh Mann. Puh. So, stimmt ja. Eigentlich geht's ja hier oben weiter. Na dann. Elixiere reinpfeifen. Ich glaube, ich sollte mich nicht mit allzu vielen von diesen Gegnern anlegen. Shit! Sonst reichen meine Elixiere später für den letzten Gegner nicht mehr aus. Oh, hi! Das hier, Stufe 36. Von Skelettkrieger aufgeschlitzt? Au, au. Yikes!
Ah! Das. Nein! Weg, weg, weg! Geh weg, geh doch weg! William! Oh. Oh Mann. Das war dumm! Scheiße! Ich hab's doch fast geschafft. In diesem engen Raum habe ich so viel Panik auf einmal gehabt. Das war unnötig. So ein Mist. Jetzt ist die Frage, wäre ich in der Lage, das erste rollende Dämonengesicht zu... Oh, die spawnen da nicht nach? Ha! Das wundert mich jetzt aber doch. So, bleib da unten. Ist mir egal. Wow, 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 wow. Du Rattenkind. La 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 la. Jau, nice. Okay. Immerhin. So, jetzt du Dämonenfresse. Hey! Haut einfach ab. Unfassbar. Diese Dämonen heutzutage. Hey! Gut, weg, 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 weg! Oh. So. Alles klar. Jetzt muss ich nur noch einen Weg zu der einen Abkürzungsleiter finden. Oh, kleinen Moment. Läuft die Aufnahme? Ja doch, ich war mir nur nicht sicher. Gut. Ich möchte nicht, dass mir wieder so ein Fauxpas passiert wie in... Ich glaube, dem zweiten Part war das schon. Wo die Aufnahme dann verloren gegangen ist von dem einen Mal, wo ich erfolgreich etwas geschafft habe. Das war scheiße. Um es mal gelinde auszudrücken. Okay. Hi. So, Dille. Ah ja. Schön vorsichtig. Genau. So. Ah, ein weiterer neuer Schrein. Ah, das ist nett. Das nutze ich doch gleich mal aus. Den Checkpoint nehme ich definitiv dankend entgegen. So, wir, Alter, wir haben schon wieder 12.000 Amrita gekriegt. Wir kriegen das Zeug ja extrem schnell. Nicht schlecht. Okay, Stufenaufstieg. Ich werde jetzt mal Körper um 2 erhöhen.
Damit ich endlich mal ein bisschen mehr Gesundheit hier habe. Und von den Gegnern nicht mehr ganz so leicht in ein, zwei Schlägen erledigt werde. Wow, ich bin direkt an ihm vorbeigelaufen. Der Typ so, hä? Wo ist denn der? Der war doch gerade eben noch da. Oh Mann. Tja, also ich kann schon mal sagen, was dieser Dämon nicht hat. Die Fähigkeit zu sehen. Das müssen kurzsichtige Dämonen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Und zwar extrem kurzsichtige Dämonen. Wow, shit! So eine Scheiße. In dem Moment, in dem ich dem Mistvieh... Fuck, nein, nein! Oh. No! So eine Scheiße! Aber hochklettern können die ja nicht, oder? Ich könnte mir aber vorstellen, dass die irgendwie hochspringen können. Das würde mich nicht wundern. Alter, läuft er jetzt ernsthaft ins Feuer und stirbt da? Geiler Typ. Das gibt's ja nicht. Oh, schade. Aber er hat seine Energie noch. Seine Energie wurde nicht aufgefüllt. Lol. Das ist ja unfassbar. Ich dachte, wenn die so neu spawnen, dann wird ihre Energie wieder aufgefüllt. Von wegen. Ja, geiler Scheiß. Zack, fertig, aus die Maus. Läuft. Okay, die Frage ist natürlich auch... wow. Upsala. Wo genau liegt mein Ziel? Was genau muss ich hier erreichen? Muss ich einen bestimmten Ort erreichen? Einen gewissen Gegner besiegen? Wahrscheinlich geht es sogar eher darum, dass ich alle Feuerrad-Dämonen hier töte. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Vor allen Dingen, weil die Viecher nicht nachspawnen. Gehe ich mal stark davon aus, ich soll die erledigen. Die werden ja auch wahrscheinlich auch der Hauptgrund dafür sein, warum hier überhaupt das Feuer ausgebrochen ist. Nein, nein, nein! Weg, weg! Okay, das war doof. Perfekt. Yes. Oh, geil. Mission erledigt. Nice. Ich gucke mich hier nur noch mal ganz kurz um. Okay, jetzt kann ich diese Schwerter gar nicht mehr benutzen, oder wie? Hm. Beschwörerkerze, Doppel-Uchi-Katana aus Nino. Könnte eventuell etwas besser... Wow. Das hier ist tatsächlich dezent besser. Um einen Punkt. Nahkampfangriff, Ki-Reduktion, kritisch. Und Brechen, Mittelhaltung. Oh. Okay. Das hier, Verteidigung, starker Angriff, Ki-Reduktion, Beherrschungsbonus. Hm. Ich würde sagen, von den Werten her ist das Doppeltachi deutlich besser. Heilige Asche. So. Gegengift, Reiseamulett. Gut. Okay. Ja, damit ist die Mission abgeschlossen. Krass. Ging doch einigermaßen fix, hätte ich nicht gedacht. Ein paar Minütchen haben wir in dem Part noch. Wofür nutze ich sie? Sollte ich die schon dazu benutzen, um in der nächsten Mission ein kleines bisschen voranzukommen? Welche höchstwahrscheinlich eine Hauptmission sein wird? Schätze ich mal.
So, ein in Flammen gehüllter Yokai, wer hätte so etwas erwartet? Danke für deine Hilfe, der Dorfälteste war so dankbar, dass er es kaum in Worte fassen konnte. Obwohl, als er ging, murmelte er etwas davon, dass mehr Opfer nötig seien. Okay, der Dorfälteste ist eindeutig der Verantwortliche. What the fuck? Ernsthaft? Mädel, ich dachte, du wärst clever! Und wenn du so etwas hörst, läuten bei dir nicht direkt die Alarmglocken, oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Hauptmission der Geisterstein schlummert. Zwielichtmissionen 75 und 90. Ach du Schande. Boah. Okay. Da werde ich erstmal eine Weile brauchen, bis ich mich daran wage. Holy shit. Aber hier die Nebenmission. Wer es findet, darf es behalten. Die können wir doch anfangen. Sir Anjin, ich habe eine etwas peinliche Bitte. Das berühmte Schwert Heshikiri Hasebe, Schatz des Kuroda-Clans, ist verschwunden. Als ich in der Höhle mit dieser dämonischen Metze rang, machte sich etwas an meiner Hüfte zu schaffen. Da ich das Schwert nicht bei ihr gefunden habe, muss es ein anderer Dämon gewesen sein. Ich flehe dich an, finde das Schwert und bring es mir wieder. Alles klar. Diesmal besteht das Ziel darin, einen bestimmten Gegenstand zu finden. Wer weiß, vielleicht kriegen wir diesen Gegenstand dann nachher sogar noch als Geschenk. Oder einen ähnlich mächtigen Gegenstand als Geschenk. Kann ja auch sein. Okay. Oh boy. Das fängt ja schon gut an. Da hinten direkt ein Yokai-Nebel. Was ist mit dem Weg hinter mir? Verschüttet. Ah ja. Toll. Sehr schön. Ich nehme mal an... Wow, Alter. Ich wollte gerade sagen... Ach so, das ist kein Dämon. Das ist ein Kappa. Ja, genau. Geh schön in die Sackgasse, du kleiner Depp. Wow. Nein! Nicht über mich springen! Bleib da! Au! Wow. Kämpft der jetzt gegen mich oder läuft er davon? Na toll! Ne, durch den Dämonennebel verfolge ich ihn garantiert nicht. Aber ich habe es immerhin geschafft, dass mein guter Feuerwolf jetzt aufgeladen ist. Also... Das Feuer sollte den Rest erledigen. Ja. Nice. Yamato Den Uchigatana. Und eine Plattenrüstung. Zweimal Elixier. Ja, jetzt muss ich nur noch den Kappa suchen und finden. Okay. Ah. So. Ach, ich höre das Viech von überall. Sehe es nur leider nicht. Ja, ah, hätte ich mir denken können. Wow, what the fuck? What the fuck? Großer Gott. Okay. Oh, ich habe jetzt Feuerschwerter. Krass. Das ist ein Buffy. Aha. Es gibt hier tatsächlich Viecher, mit denen ich in der Lage bin, meine Waffen zu buffen, nachdem ich sie töte.
Komm schon. Yes. Mission abgeschlossen. Ach, das Viech war das Ziel der Mission. Ist nicht wahr. Ja, okay, macht durchaus Sinn. Ist ja ein kleines verstohlenes Viech. Von daher wundert es mich kein Stück. Alles klar, kurz mal gucken, ob es hier noch irgendwelche anderen Wege gibt, wo es noch Kleinigkeiten zu bergen gibt. Ah ja. Kleiner Geisterstein. Sehr schön. Wir haben jetzt 16... Wow. 16.000 Amrita. Das ist unfassbar, wie schnell wir das Zeug hier verdienen. Ha. Okay, ist scheinbar in einer gebeugten Position gestorben, der Mann. Wie weit können wir denn noch hier raufgehen? Haben die Entwickler vergessen, diesen Bereich abzu... Nö, haben sie nicht. Hier ist eine Kiste. Speer- und Shinobi-Kiste. Interessant. Ich hätte gedacht, das haben sie jetzt aus Versehen offen gelassen. Und da ist eigentlich gar nichts. Nope. Eindeutig nicht. Hier sind aber verdächtig viele Leute, die am, in so einer gebeugten Haltung gestorben sind. Ich höre hier immer noch dieses Rum... Ah! Gekrabbel. Oh, das war jetzt knapp. Ich hätte schwören können, das würde, hätte mich jetzt umgebracht. Im Normalfall. Okay. Das war auch ein Ton, von dem ich nicht wusste, dass ich den machen konnte. Ah! Oder so ähnlich. Okay. Stimmt, diese Leiter gab es ja auch noch. Was machen die alle hier? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist... Sind die am Leben? Sind sie tot? Ich weiß es überhaupt nicht. Könnte beides sein. Oi, ein Feueranhänger. Moment. Glück plus 17. Gucken wir mal. Wir haben hier einige neue Anhänger scheinbar. Lärmungsschutz, Gegenstandsbilanz, Verteidigungseffekt, Geist, Elementar, Angriffsschaden. Ich würde sagen, das packe ich schon mal rein. Das ist, hört sich gut an. Ansonsten Fächer. Yokai-Schutz, Gegenstandsbilanz Menschen, Vertrautheitsbonus, Nahkampfschaden, Yokai, Feuerschaden. Ah, Feuerschaden klingt schon mal sehr gut. Feuerschutz, Goldbilanz, Giftschaden, Feuerschutz, Ninjutsu-Kraft, stärkerer negativer Statuseffekt, Glück von Yokai erhaltener Amrita. Hm. Und Schadensbonus für Onmyo-Magie. Wasser. Schuss. Feuerschutz, Onmyo-Magiekraft, Giftschaden über Zeit, Giftschutz, Onmyo-Magiekraft, höhere Wurfgeschwindigkeit, Zeitbonus für Onmyo-Magie, Wohlstandstalisman. Hm. Ich würde sagen, ich würde hier die Gebetsperlen ganz gerne nehmen, wegen dem Feuerschadensbonus. Und dem Nahkampfschaden gegenüber Yokai. Das sind so zwei Werte, die für mich persönlich auf jeden Fall geeignet sind. Ausweichen, Ki-Reduktion. Nice. Yokai-Schutz, Schadensreduktion. Okay. Nett. Nehme ich. Ansonsten. Speer Hisayoroi. Oi. Scheint sogar deutlich leichter zu sein. Aber stimmt, dann kriege ich ja keinen Goldbonus, oder? Hier habe ich doch genau die goldene Rüstung. Sprint, erhöhte Ausdauer, Giftschutz, von Feinden erhaltenes Gold 3,4%. Hm. Aber trotzdem wäre so etwas eigentlich deutlich besser mittlerweile von den Werten her. Oi, oi, oi. Das ist sogar deutlich besser. Okay, wisst ihr was? Dann verabschiede ich mich erst einmal von diesem Goldbonus. Die anderen Goldrüstungsgegenstände habe ich ja sowieso auch nicht an. Also auf mehr Gold habe ich jetzt gerade sowieso nicht abgesehen.
Angriffsschaden, unbegrenztes Ninjutsu, Schadensreduktion, Angriff. Oioioioi. Kieschaden von Wurfwaffen, Wasserschutz, Schadensreduktion. Okay. Hier noch irgendetwas. Ja, aber das würde mich komplett in den gelben Bereich katapultieren und das möchte ich natürlich nicht. Oi. Ungewöhnlich Mengu. Wird mich aber auch ins Gelbe katapultieren. Ah. Schwierig, schwierig. Von Yokai erhalten am Rita Ausrüstungsbilanz Yokai. Ah, das ist doch nett. Tja, einfach nur ein kleines Bandana. Cool. Ja, warum nicht? Dann sehen wir doch wieder die nicen Haare von William. Okay, Gewand des legendären Strategen. Hier sind die Sachen auch scheinbar komplett blockiert. Na gut. Oh, das hier ist sogar noch ein Ticken besser. Okay. Hier habe ich noch irgendwelche Alternativen. Oh. Okay, jetzt aber. Okay, dann habe ich einiges an neuer Rüstung jetzt mittlerweile. Ja, William sieht schon dezent anders aus. Nicht schlecht. Hat sich schon mal deutlich gelohnt. Sodele. Okay. Dann, wo war nochmal die kleine Höhle, wo ich den Kappa besiegt habe? Ich glaube, nee, hier war es nicht. Das war doch die Höhle, die nach dort hinten geführt hat. Ja, ich höre schon das Dingen. Da, das müsste der Ort sein. Ja, okay. Sehr gut. Nebenmission abgeschlossen. Läuft. Das ging deutlich schneller als erwartet. Okay, krass. Ja, die Nebenmissionen, die sind ja ganz eindeutig eben nicht ganz so langwierig wie die Hauptmissionen. Dafür sind es eben auch Nebenmissionen. Alles klärchen. Dann sacken wir dafür die Belohnung nochmal ein, speichern und beenden dann den Part erstmal für heute. So, ja, das ist Heshikiri Hasebe, Hasebe, der Schatz der Kuruta, der meinem Vater von Fürst Nobunaga persönlich überreicht wurde. Wie hätte ich meinem Vater je wieder unter die Augen treten können, wenn ich es verloren hätte? Ich bin dir zutiefst dankbar, Sir Anjin. Und erzähl meinem Vater nichts, ja? Okay, scheinbar haben wir auch eine kleine, Geste als Belohnung bekommen. Nice, 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 nice. Okay. Damit hätten wir hier... Oh! Hier ist noch eine Nebenmission. Kanbei und der Fürst. Okay, so viel zu der nächsten Hauptmission, denn ich möchte zuerst einmal alles andere erledigen, was von der Missionsstufe her unter der nächsten Hauptmission angeordnet wurde. Und die hier ist ja Stufe 19, also das hier fällt noch unter mein Schema. Na dann, Sir Anjin, kann ich dich bitten, nach dem Schwert Heshikiri Hasebe, dem Schatz unseres Clans, zu suchen? Ich habe diesen Tölpel Nakamasa damit beauftragt, aber er kam wieder und jammerte nur, dass er es wieder verloren hätte. Du hast es doch schon einmal für ihn gefunden, oder? Alter, ernsthaft? Ich wollte mir gerade sagen, das kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor, außer dass der Questgeber ein anderer ist. Der Dummkopf hat es wahrscheinlich fallen lassen, als er in der Höhle mit dem Yokai kämpfte. Ich möchte dich bitten, dem Clan noch einmal zur Seite zu stehen und das Schwert wiederzufinden. Es gibt Gerüchte, dass seit dem Verlust des Schwerts tote Krieger in der Höhle umherstreifen. Sei wachsam. Okay, bevor ich das allerdings mache, werde ich auf jeden Fall noch einmal meine Amrita investieren. Ich würde sagen, einmal in Herz, einmal in Fähigkeit für die Schwerter und dann noch einmal in Geist. Oh, es reicht nicht für ein drittes Mal. Schade. Bin ich hier eventuell in der Lage, Gegenstände zu benutzen? Waffenschmied Lager. Neue Gegenstände. Lundenschloss-Munition. Oh. Inklusive Waffen. Gegenstand mit Bindung. Wo sind die ganzen Geiststeine, die ich erhalten habe? Die müsste ich hier doch eigentlich irgendwo auch haben, oder?
Oder kann ich sie von hier aus nicht benutzen? Scheint so, als könnte ich sie nicht benutzen. Naja, schade. Egal. Hauptsache, ich habe den Großteil meiner Amrita-Punkte aufgebraucht. Das ist die Hauptsache. Okay, dann finden wir das Schwert halt noch einmal. Meine Güte, das ist ja unfassbar. Alles klar, bevor wir allerdings diese Nebenquest weitermachen, würde ich an der Stelle gerne den Part beenden. Von daher, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar drauf, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.